Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir sind jetzt hier mal mitten im Gefecht. Bats, Junge! Wow! Damage! Damage! Scheiße, jetzt wird's aber ganz schön eng jetzt. Okay, Widget Spam. Jo, klar, Junge, was soll denn das jetzt? Okay, also, was ich sagen wollte, ist einfach mal, hi, ich bin wieder da mit einem neuen Video und diesmal sogar relativ pünktlich. Jo! Was ging da ab, Alter? Oh, okay, das Video, das beginnt ja mal göttlich. Also das war jetzt erstmal der krasseste Einstieg überhaupt. Also, ich habe voll die Luft angehalten, als ich in der Luft war. Oh, wie geil war das? Ja, also, ich bin eigentlich noch krank, aber ihr merkt, mir geht's eigentlich wieder gut, hab gute Laune, weil es sind jetzt auch bei mir Ferien, müssten bei euch eigentlich auch sein. Und, vor allem, ich feiere das richtig, wenn Schule ist, ja, ist draußen ultra geiles Wetter. Oh. Und, ich bin übelst gesund. Jetzt sind Ferien, ja, jetzt sind Ferien. Und draußen ist richtig scheiß Wetter, alles voll geregnet hier. Also, ich wohne in Sachsen-Anhalt, da ist richtig was mit dem Regen los. Und, ja, ich bin leicht erkältet, aber das ist das. Also, das ist so eine entspannte Erkältung. Wisst ihr, ich habe ein bisschen Schnupfen, ab und zu muss ich mal husten, aber es ist jetzt nicht so, dass mir jetzt dauerhaft der Hals wehtut oder so, oder ich dauerhaft irgendwie in irgendein Taschentuch schnauben muss, oder was ich ganz eklig finde, ist Kopfschmerzen haben, habe ich auch nicht. Ja. Achso, und jetzt nochmal zu, was ich jetzt hier mache, das ist Skill-Sniper spielen, diese Taktik. Das ist so ein Insider-Witz, so ein ganz alter, dass man jetzt wirklich ohne Sniper-Gewehr als Sniper rumläuft und dafür braucht man natürlich eine ganze Menge Skill mit Widgets um sich schmeißt und so. Yo, nicht mein Pflaster canceln. Yo! Ja! Der Idiot hat das fast nicht getroffen. Geil. Okay, so. Wir liegen ganz schön weit hinten, dann versuchen wir jetzt mal ein bisschen was rauszureißen. Jo. Das kann was werden. Ah, ja, komm, Alter, und dann kommt so ein Messer-Heini an. Und weg bin ich vom Fenster. Jetzt könnte ich, das könnte ich nicht mehr überleben. Ist das denn diese kleinen Spasten, Mann? Spasten. Oh, wir brauchen noch ein cooles Thumbnail fürs Video. Wartet, wartet. Oh, geil. Oh, geil. Okay, gut. Wäre das auch erledigt? Dann versuchen wir weiter ein bisschen hier rum zu skillen. Au, Granaten. Jo. Nein, den haben wir jetzt nicht gekriegt. Ich verliere immer so viel Leben und ich habe auch so wenig Leben. Ja, nein. Mann, Alter. Mein guter Score ist jetzt wieder versaut. Ich glaube, wir halten uns jetzt mal... Ich habe jetzt wirklich, also für Skill-Sniper, skill ich die Unsichtbarkeit auf 5, weil das ist wirklich notwendig. Und, okay, gut, der ist weg. Und, True Trap natürlich auch auf 5. Und Elixier auch auf 5, damit man das wirklich ab... Also, man kann das denn regelrecht spammen. Und, ja, den letzten habe ich jetzt einfach auf... Ach, kacke, Mann, jetzt bin ich schon wieder tot. Wo ist denn der Bengel? Mann! Und das letzte... Der letzte Skillpunkt, der überbleibt, habe ich einfach aufs Markieren gehauen. Das bringt's eigentlich auch, ja. Müsste eigentlich das gute Setup sein. Oh, so, jetzt kommen jetzt sneaken wir uns mal rein bei den Gegner und werden nicht sichtbar. Feindlich oder freundlich? Oh, was ist denn jetzt los, Mann? Wieso? Was hat der denn für ein Scheißproblem? Ich habe Unsichtbarkeit auf 5. Und dass der mir denn immer genau über den Weg läuft, Alter. Ich glaube, die haben bloß einen Scheiß-Sniper und der hat mich ganz so lieb. Okay, so Unsichtbarkeit. Gut, jetzt gehen wir aber rein. Jetzt lassen wir uns nicht abhalten. Gut, wir müssen jetzt aber ein Pflaster einsetzen, damit wir genug Leben haben, wenn wir den... Ach, scheiße, da ist schon wieder... Oh, zwei Sniper habe ich gesehen, ein Soldier, der Soldier, der sieht mich jetzt. Okay, okay. Gut, den Kill können wir eigentlich abstauben, der dürfte jetzt... Ja, kacke, Mann. Was ist euer Scheißproblem? Keiner gesehen. Keiner gesehen. Keiner weiß, dass ich hier bin. Keiner weiß es. Okay. Gut. Okay, gut, wir sind wieder undercover, Leute. Wir sind wieder drin. Jetzt haben wir jetzt schon mal eine kleine Falle aufgebaut. Ich habe jetzt auch dieses Magiegerät dabei, was dann auch wirklich den Gegner anzieht. Aber die stehen jetzt alle da hinten, die müssten hierher kommen. Gut, einen Kill abgestaubt. Ja, nachladen. Oh, entstoppen, ja. So.
Guckt, und jetzt gleich wirklich... Au! Au! Scheiße. Aber man wird wirklich schnell wieder unsichtbar, wenn man die Scheiße auf 5 hat. Wir müssen wirklich jetzt bloß noch, bevor das Spiel vorbei ist, jetzt hier noch einen reinloggen, oder? Das kommt. Das wird noch was. Aber der ist auch da hinten. Wir warten. Was? Zu spät, zu lang gewartet. Jetzt sind wir nicht mal mehr unsichtbar und haben keinen Kill abgekriegt. Spast. Alter! Diese Brille mit dieser Nase! Wo gibt's denn das? Das wusste ich ja gar nicht, dass es so ein Outfit gibt. Ey, das muss ich mir unbedingt zulegen. Ich stehe darauf. So, und keine Sorge, ich bin sowieso krank und habe nichts Besseres zu tun, als zu Hause zu chillen in meinen Ferien. Und ich werde jetzt danach nochmal eine Runde spielen, weil... Also bis jetzt war bloß der Anfang extrem nice und dann, naja, naja. Okay, aber jetzt! Jo, zieht euch das rein! Was, der Pingel ist woanders lang geflogen! Der Bengel ist da hinten lang geflogen. Was soll denn das jetzt? Das wäre jetzt ultra nice gewesen, aber... Ojo, Batz! Mist, wir müssen jetzt eigentlich dazu bringen, dass der Pflaster aufhört, ihn zu heilen. Ja, okay. Hatten wir erledigt. 2-8, Alter, nee, das... 2-7, oh! Ich versuche jetzt hier bloß nur irgendwie irgendwas zu töten, weil... Jo, Alter, das können wir noch gewinnen. Das können wir echt noch gewinnen. Ich glaube, ich müsste jetzt aufpassen, dass ich jetzt hier nicht als Letzter sterbe, nein! Oh, scheiße, Mann! Ah! Ey, ich hätte... Die hatten 2 Flaggen, das wäre jetzt... Das wäre jetzt so knapp gewesen, wenn ich jetzt entkommen wäre, dann hätte ich auf mein Team hoffen müssen, weil... Ehe ich mich geheilt hätte, wäre nochmal Zeit vergangen. Das, ah, das wäre eine ganz knappe Sache gewesen, aber letztendlich... Ich hätte, nachdem ich die beiden Typen mit, also mit dem Granatwerfer getötet habe, nach hinten weglaufen sollen. Ich bin ja ich Idiot, Alter, ich bin mit Hälfte Leben, ja... Und nachladenden Waffen in den Spawn der Gegner gelaufen, weil da in der Ecke spawnen sind wir, weil die Flagge hatten sie. So, und wir spielen jetzt nochmal eine Runde. Ich bin bloß mal kurz weg, meine Nase stauben und dann bin ich wieder da. So, wieder da. Oh, der Schokobonbon hätte da sehen müssen, ey, was aus meiner Nase kam. Nein, okay, ganz so eklig war es nun nicht, aber es war ein befreiendes Gefühl. Gut. Altmannschlag, auf der Map waren wir auch lange nicht mehr unterwegs, muss ich sagen. Also mein Plan ist jetzt, wir hätten uns unsichtbar machen müssen. Wir fahren jetzt einfach mal, nein, Vorsicht. Wir fahren jetzt einfach mal hier vorne hin und bauen so eine Autofalle auf, aber ich glaube, wir haben zu lange gebraucht. Nee? Nee, wir sind pünktlich! Leute, wir sind pünktlich! Das könnte auch so ein nicer Anfang... Ach, scheiße. Die Tooltrap, die Kacke. Die sehe ich nicht so gut. Okay, gut, so müsste es machbar sein. Leute! Ich sag euch, ich treff's doch sowieso nicht, ey. Wir packen sicherheitshalber dann nochmal einen hin. Weil ihr müsst wissen, manchmal, wenn man mit so einer Autofalle baut, ne? Und wirklich die Tooltrap, also die hat ja eigentlich ein großes Umfeld, wo sie dann noch leicht Schaden macht. Aber wenn die Tooltrap jetzt, nur das Auto schießt und gegen ein anderes Auto schießt, kriegt man den Kill nicht. Und deswegen packe ich sicherheitshalber meist noch da eine Tooltrap hin, sodass ich dann die wenigstens explodiert, da der Gegner vergiftet ist. Und wenn das Spiel weiß, man hat den Gegner angehittet, ja? Und dann kommt noch ultra viel Schaden rein, dann kriegt man selbst die Punkte und den Kill. Also das ist so eine Sicherheitsmaßnahme. Nein, das hab ich verpennt, Alter! Komm, 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 komm! Komm! Yo! Oh, ja! Ja! Oh, war das Hammer nice, Mann! Ich hab gedacht, ich hab verpennt! Ich hab gedacht, ich hab verpennt! Oh! Okay. Luigi, Alter. Ohne Witz, den merke ich mir. Luigi, wo ist er? Luigi. Grün angezogen, wie Luigi. Kennt er locker alle von Mario. Oh, das ist... Oh, okay, jetzt hat mein Kopf gerade doch ein bisschen wehgetan. Gut, ultra nice Anfang. Dann kommt der Messer-Heini wieder. Scheiße, nicht getroffen, okay. Hätten wir eigentlich jetzt ein bisschen perfekter machen können, wenn wir den jetzt mit der Pirate Pistole getroffen hatten. Okay, kriegen wir es jetzt hin? Er kommt mir... Oh! Nicht dein Scheiß Ernst. Ich darf einfach nicht so lange auf einer Stelle stehen bleiben, ich Lappen, Alter. So. Ah,
Also eigentlich? Batz! Ja! Justus. Was denn? Was war mit der Truhe bloß, Alter? Die war defekt. Ey. Ganz ruhig. Aber wenigstens doch ein Assist, Alter. So viel hatte ich jetzt auch nicht gemacht. Ich hab gedacht, das war ein Feind. So. Nö, hier ist irgendwie nicht so viel los. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal da oben auf den Berg und schieße dann ein bisschen um mich. Ach, von da kommen die Gegner, nee. Ach, scheiße, Mann. Ich wollte jetzt nicht ganz so ein Arschloch sein und wenn der AFK gewesen wäre, hätte ich ihn in Ruhe gelassen. No. Gut. Hier, da ist er! Kann er sich eigentlich auch mal was anderes leisten hier? Aber ohne Witz. Wenn irgendein Messer hinter euch läuft, nehmt einfach den scheiß Granatwerfer raus. Dagegen können die wenig machen, weil die werden immer wieder aus ihrer Laufbahn geschmissen. Was? FCK wird jetzt auch schon? Okay. Naja, aber die werden immer aus ihrer Laufbahn geschmissen und kommen dann einfach nicht hinterher. Ah, das, ja, kacke, Mann. Irgendwas ist gerade hier ganz schön um die Ohren geflogen. Was war denn das jetzt? Ein Typ von draußen! Nee. Ah, nein! Scheiße, Mann. Gut. Oh, ja, gut, das haben wir jetzt eigentlich. Ja, ey, das hat man gut gelöst, dass wir jetzt hier in der Wand gegangen sind. Nur ein bisschen vermieden. Okay, der müsste jetzt eigentlich auch wenig Leben haben. Oh, Alter! Der hat aber ganz schön viel Damage mit einmal gedrückt. Alter, nee! Was? Das ist gut, muss ich mir nachher nochmal angucken, Alter. Das war ganz schön krass. Ich hatte doch. Ich weiß nicht, kann mich jetzt nicht genau daran erinnern, wie viel Leben ich hatte. Ich würde das schon auf vom Gefühl her auf 50, 60 Leben schätzen, was damit mit einmal einfach weg war. Und schon ein bisschen unfair. So, okay. Ich glaube, also die Position da unten war schon ziemlich gut. Da kommt gerade wieder einer. Ein Mutiger kommt angehüpft. Ja, okay, das war ziemlich entspannt. Mit Tutors um mich schmeißen, macht ultra Spaß, ey. Ey. Vor allem, wie ich die ganze Zeit hier entspannt so ein bisschen hinten drauf schießen konnte. Ach komm. Ja, das läuft. Es läuft eigentlich. Wie spiele ich denn? Was? 13-3? Lol. Was ist denn hier los? Die sterben einfach alle weg. Als ob sie sich hier freiwillig von mir abschießen lassen. Gut. Ich weiß nicht, ich bin gerade so in meiner Phase, wo ich immer so ein bisschen Glück habe. Ah, na okay. Ein bisschen zu optimistisch. Okay, ich war jetzt so optimistisch, dass ich jetzt einfach gesagt habe, ach komm, du bleibst einfach an deiner sicheren Ecke stehen und ballerst mal von hinten drauf, aber ein bisschen Bewegung hätte doch sein müssen. Dann hätten sie mich vielleicht nicht komplett erwischt oder getötet. 15-4, das ist ja mal, ich sag mal, ziemlich gut. So, jetzt zeige ich euch ja mal ein Ultra-Aim auf weite Entfernung. Ja, läuft gerade nicht so ultra wie geplant, ne? Scheiße. Wo will denn er hin? Da unten ist gefährlich, Junge. Der ist so einge. Die sind. Ah, ist ein bisschen fahrlässig hier reinzulaufen. Hey. Was mich interessiert ist, kriegt man eigentlich auch einen Assist, wenn man irgendwie mit der Ziel. Also ich spiele nicht so oft mit Zielmarkierung. Wenn man wem mit Zielmarkierung markiert und gar nicht drauf schießt. Wobei ich glaube, dass ich da jetzt noch nicht so direkt einen Assist bekommen hätte. Nö, glaube ich nicht. So. Ey, chill. Okay, wir hatten, fällt mir gerade auf. Ich habe mir ja vorgenommen, wir spielen jetzt mit Unsichtbarkeit 5, dass wir das auch mal ein bisschen mehr ausnutzen. Das bedeutet. Verzeihung. Dass wir ja jetzt mal reinlaufen werden, Tutweb und Ei auf die Stelle packen und dann alle mit dem Monkey-Ding dahin ziehen werden. Wenn das Spiel jetzt nicht gleich schon vorbei ist. 1, 2, 3. Viel Glück, Leute.
Ja. Ja. Ist keiner reingeflogen, aber ey. Der checkt gar nicht, dass ich hinten bin, Alter. Ich weiß, wenn ich ihn töte, ist das Spiel vorbei. Ja, dann kann er nämlich nicht mehr töten. Gut, gut. Also ich muss sagen, ja, GG. GG. Ja. Hat echt Spaß gemacht, Skill Sniper zu spielen. Könnt ihr auch mal spielen. Wirklich empfehlenswert. Und, ja. Ja. Macht's gut und bis zum nächsten Mal bei eurem Fireflash Gamer. Tschüss. Aber vorher bewundert nochmal diesen Score, okay? Nur Skill, überhaupt kein Glück gehabt. 20,5. Na gut, okay. Ciao.